Herzlich willkommen bei meinem Auspackvideo auf Deutsch von meinem neuen Spielzeug, die Junior Tucano 27 in 2,30 Meter Spannweite. Eigentlich stehe ich ja gar nicht auf solche Auspackvideos, aber als ich mir das Flugzeug bestellt habe, habe ich natürlich im Internet gestöbert und geguckt, ob es nicht irgendwo so ein schönes Auspackvideo gibt. Habe eins auf Brasilianisch gefunden und eins auf Englisch. Und ich habe mir gedacht, ich packe mein Flugzeug gleich mal aus und nehme es auf und stelle es mal auf YouTube. Mal gucken, ob es noch jemand anders sich anschaut. Ne? Das Komplizierteste bei der Bestellung dieses Flugzeuges war es eigentlich, das ganze Ding hier irgendwie beim Zoll abzuholen, weil es gibt keinen europäischen Importeur mehr für dieses Flugzeug, sondern man muss es eben direkt bei Uniair in Brasilien bestellen. Und ja, wenn das Flugzeug hier ankommt, muss man eben diese ganzen Zollpapiere ausfüllen. Für einen normalen Menschen fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich weiß gar nicht, warum unsere Behörden da immer alles so umständlich machen müssen. Also ein Flugzeug oder ein Modell oder irgendwas im Ausland bestellen und einfach vom Zoll abholen, sobald es über 150 Euro kostet, muss man im Internet erstmal einen Antrag ausfüllen, den ausdrucken und mitbringen. Und wenn man das nicht gemacht hat, wird man gleich wieder abgewiesen. Sehr, sehr umständlich. Und auch dieses Dokument auszufüllen, naja, man muss vielleicht nicht studiert haben, aber man muss sich erstmal eine Stunde damit befassen und alles genau durchlesen. Letztendlich bin ich dann mit diesem Passierschein zum Zoll gegangen und konnte das Flugzeug dann abholen. In einem relativ großen Karton, der auf den ersten Blick gar nicht mal so gut aussah. Und beim Öffnen sah es erstmal noch viel schlimmer aus. Relativ viele Styroporschnitzel. Ich erspare euch den Anblick jetzt hier erstmal. Ich nehme den Karton gleich nach unten und dann packe ich euch das alles aus. Und dann könnt ihr alle mal drauf gucken, wie schön das denn so aussieht. Oder vielleicht auch nicht. Die Junior Tucano gibt es ja in drei verschiedenen Größen. In 1,70, in 2,30 Meter und in 2,80 Meter. Die beiden kleineren Modelle sind jeweils die Tucano 27. Und die große ist die Tucano 29, Super Tucano. Ich habe mich für die mittlere entschieden. Und auch diese gibt es in verschiedenen Ausführungen für drei verschiedene Turbinentypen mit jeweils verschiedenen Aufnahmen. Muss man bei der Bestellung natürlich angeben, welche Turbine man da gerne einbauen möchte. Dann gibt es sie natürlich auch für Elektro- und 55 Kubikzentimeter Benzinmotor. Wie gesagt, muss man bei der Bestellung angeben. Farben gibt es dort jede Menge. Ich glaube, 10, 15 verschiedene Lackierungen stehen zur Auswahl. Auf Wunsch gibt es auch weitere Lackierungen, wenn man sich einen bestimmten Typ ausgesucht hat und sagt, ey, ich möchte gerne die und die Lackierung haben. Wird dort alles gemacht gegen einen kleinen Aufpreis. Auch kann das Flugzeug von vornherein gleich ein bisschen gealtert werden. Ich habe mich dafür entschieden, das zu machen, dass sie da ein bisschen Gebrauchsspuren drauf machen. Für 60 Euro mehr, denke ich mal, war das kein Problem. Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen Zubehör dazu geordert, anderes Cockpit, also ein besseres Cockpit, die Taschen und so weiter, alles was man im Prinzip für dieses Flugzeug braucht, Propeller, Scale-Propeller, alles ist bei meiner Bestellung dabei gewesen. Ja, und dann fangen wir mal an, das Flugzeug auszupacken. Wie gesagt, ich habe mir alle Teile auch noch nicht angeguckt. Ich musste den Karton zwar beim Zoll einmal öffnen, aber richtig drauf geguckt. Das machen wir jetzt zusammen. So. Erste Taschen, alles sauber und ordentlich eingepackt. Und da haben wir schon mal das Leitwerk. Sehr schön, ich gehe mal nicht daran. Alle Nieten, alle Deckel und schön gealtert ist es auch. Schon mal sehr schön aus. Weihnachten. Oh, hier ist sogar noch Folie drum. Hält man noch nicht. Nicht auf der Tasche. So, und hier auch ganz vorsichtig. Weil die Teile sehen alle sehr robust aus. Leicht. Ja, auch hier jede Niete drauf zu sehen. Ganz hervorragend. Und dieses Altern echt perfekt. Jetzt haben wir hier als nächstes
Steckrohr. Beschriftet und gebohrt. Also auch schon fertig vorbereitet. Ja. Die Tragfläche. Also hervorragend, Flächentaschen. Hier sind auch nochmal Luftpolsterfolie eingepackt. Wow. Ganz vorsichtig, auch wenn ich es nicht erwarten kann. Wow, very nice. Sogar die Trittfläche rau. Ja, schick. Der zweite Rollen. Sehr leicht. Auch hier nochmal einen Blick drauf werfen. Ich halte es mal schön dicht dran. So, was schauen wir uns denn als nächstes an? Die nächste Tragfläche. Aller guten Dinge sind ja Zweibeinflugzeug. Etwas schön gemacht. Das sieht nach Balkoning aus. Jawohl, zwei Teilen, Roboterhilfe. Sehr sauber gearbeitet. Juniair arbeitet ja auch im modernen Unterdruckverfahren. Bohrungen sind erstellt. Auch hier sieht man schön, dass das Ganze schon etwas gealtert wurde. Nice, 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 nice. Oh, hier sind sogar schon die Schrauben drauf. Wow. Ich glaube, Schrauben werden gleich mitgeliefert. Ach, so rum. Hier die Luftpolsterfolie.
mal so an beiden Seiten. Mal schauen, wozu das ist. Oh, die Cockpits. Oh. Oh, wie nice. Dann, meine Damen und Herren, ein Cockpit. Und wie schön. Wow. Mit Anschnallgurte. Oh. Glasscheiben vor den einzelnen Instrumenten. Ist das irre. Eine richtige Puppenkiste. Und auch die zweite. Oh, schick. Schick, 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 schick. So viel Müll. So, dann haben wir natürlich die Glaskanzel. Festes Material. Ganz lupenrein, aber schon okay. Was haben wir noch für das? Ha! Handy und Verb. Zwei Piloten. Sehr leicht. Sag mal was. Nice here in Germany. Nummer eins und Nummer zwei wollen wir noch befreien. Mal schauen, ob er die weite Reise in Plastik voll mit überhaupt überlebt hat. Sehr gut. Pilot Nummer 2. Aus. Relativ schwer. Relativ schwer und hochglänzend. Das ist Aluminium. Den müssen wir noch ein bisschen altern. So kann der nicht bleiben. Den Rumpf.
auch wunderbar eingepackt. Ich glaube, dafür brauchen wir mal einen Schänder. Da gucken wir noch die Antennen unten raus. Jetzt wird es spannend. Fast das Wichtigste an dieser Welt. Hier sehr schön gemacht. Jede Niete ist zu sehen. Jeder kleine Deckel ist drauf. Traumhaft schön. So, dann schauen wir mal in den Rumpf hinein. Was wir hier noch für Überraschungen erleben. Das sind wahrscheinlich die Teile, Lampenabdeckung und Einbauhölzer, wahrscheinlich nachher für die Servos und so weiter, vermute ich mal. So, und als nächstes, wie es aussieht, viele Kabel. Das wird wohl das Beleuchtungsset sein, was Lumiere ebenfalls mit angebracht hat. Sensationell günstig, muss man wirklich sagen. Da brauchen wir gar nicht anfangen, sich hier was zu bestellen. Ja, das ist das Beleuchtungsset. Bestimmt aus Kabeln, Leuchten, Steuereinheit, selbst gedruckt, aber wenn es funktioniert, kein Problem. Geschnitten werden. Auch wunderbar gealtert. Seitliche Abdeckung. Schöne seitliche Abdeckung, wo man nachher die Schalter und so weiter drin verstecken kann. Ja, ich kann mal sagen, am Boden gehört es, geht nachher so auf. Und dann eine wunderbare Schale zum Betanken oder was auch immer. Da kann sich jeder überlegen, was er da gerne machen möchte. Ja.
fertig gefräste Ruderhörner. So auf den ersten Blick. Toll, 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 toll. Ein Seitenruder. Klasse. Leicht, fest und sehr schick mit allen Halterungen, mit allen Nieten, Abdeckungen. Sieht ganz toll aus. Dann haben wir hier noch die Abdeckungen für die Haube. Extra zur Sicherheit, damit sie nicht verbogen werden. Ein Sicherheitsholz darunter. Kleidung, die hier nachher reinkommt, zwei Stück. Boah, auch schick. Kanzelunterteilung, würde ich es mal nennen. Zwei GMK-Tanks mitgeliefert. Einer ist gedacht für den Turbinensprit und der andere ist gedacht, wenn man eine Smoke-Anlage einbaut oder wenn man lange fliegen will, dann schaltet man die alte Reihe. Passt natürlich auch genau in den Rumpf hinein. Traumhaft schön gemacht. Mal reingucken will. Packung genau aufpassen. Immer so viele Kleinteile irgendwo drin, sehe ich gerade. Ich habe beinahe was mit weggeschmissen. Um Gottes Willen. Hier noch. In irgendeiner Form wahrscheinlich ein Kanzelinleben oder so. Und hier zum guter Letzt haben wir noch das Gel-Propeller. Die Maschine, die wir hier sehen, hat im Original ein Dreiblatt-Propeller, kein Fünfblatt. Und entsprechend habe ich dann auch für die Ipsicoil-Turbine den richtigen Propeller mitbestellt. Auch den habe ich vor Juni bekommen. So hatte ich eine Lieferung mit alles mit drin. Bisschen Deck noch drauf. So sieht er aus. Sehr schick. Ist ein Holzpropeller, kein GFK-Propeller. 22 x 12. Soll also genau passen zur Turbine. Ja, und das war es erstmal von meinem Auspackvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schönes Modell, Preis-Leistung echt top, gefällt mir sehr gut und ich freue mich schon aufs Zusammenbauen und später natürlich aufs Fliegen.